So, yo, was geht ab, Lexer am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal ein Duel Commentary mit dem. Der Rusakman, der Camerugsack ist auch am Start und ich würde sagen, Flo, stell mal das Gameplay und ja, das Thema vor. Genau, im Hintergrund seht ihr heute mal zwei Mobs. Heute mal mit der ACR auf Mission und mit der AK-47 habe ich Ratatata gemacht auf Fallen. Ganz coole Mob auf jeden Fall, könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Und heute das Thema, wann man realisiert, dass YouTube, sag ich mal, mehr als ein Hobby ist. Also es ist immer noch, wie gesagt, ein Hobby von uns. Aber wenn es halt der Zeitpunkt am Start ist, sag ich mal, wenn es mehr wird. Und da kannst du ja mal was zu sagen. Also ja, okay, ich fange direkt erstmal an. Erstmal klasse, Flo, dass du Ratatatata gemacht hast. Mit der AK-47, also richtig krass. Hattest du wahrscheinlich auch im Rucksack, oder? Ja, normal. Ja, normal. So, also ich fange direkt dann mal an. Also was meinen wir denn damit? Also dieser Moment, wenn man wirklich dann auf der Straße zum Beispiel erkannt wird von Leuten, also Abonnenten, oder vielleicht auch einfach so von Leuten angeguckt wird, dann die Leute einem auf Facebook schreiben, yo, ich habe dich gesehen oder kommst du von hier, und plötzlich, sage ich mal, das Ganze ein bisschen weiter ausgebaut wird und plötzlich halt YouTube nicht nur Videos machen ist, sondern auch für Leute da sein, die man eigentlich gar nicht kennt, die einen ansprechen. Und ich würde sagen, Flo, erzähl mal von deiner Geschichte, also du sozusagen das erste Mal realisiert hast, dass YouTube wirklich was Krasses wird. Ja, erzähl mal. Ja, also bei mir war das so, auf der Straße wurde ich jetzt zum Beispiel noch nicht erkannt bei 40.000 Abonnenten, aber ich muss auch sagen, dass ich kaum in der Stadt bin. Ich bin echt der faulste Mensch auf Erden, so mit Anton Marcel wahrscheinlich zusammen, weil ich bin so faul. Ich gehe nie in die Stadt, um mir da Klamotten zu kaufen. Keine Ahnung, ich kaufe mir die dann eher bei Amazon und so, deswegen wurde ich noch nicht so wirklich auf der Straße erkannt. Aber bei mir war das erste Mal so, wie ihr wisst, ich war ja so ein Jahr verletzt ungefähr und habe dann wieder angefangen, bei meinem Heimatverein, sag ich mal, wieder Fußball zu spielen. Und ja, erstes Spiel dann direkt. Wurde ich dann erkannt, aber wie das war einfach so ein richtig komisches Gefühl für mich, weil am Anfang, wo wir uns warm gemacht haben, sag ich mal, haben die direkt die Gegner dann so in den Raum geworfen, sag ich mal, hier ist ein YouTuber bei euch in der Mannschaft. Aber ich dachte mir so, oh nein, jetzt spielst du nicht wirklich das erste Spiel direkt gegen Abonnenten, weil es einfach ganz anders ist, wenn du gegen normale Gegner spielst als gegen Abonnenten, weil keine Ahnung, dann denkt man, komm, du musst jetzt noch ein bisschen mehr was reißen, ein bisschen mehr Gas geben und sowas. Und bei mir war das dann richtig krass, weil am Ende kam dann so die halbe Mannschaft, so 6, 7, 8, keine Ahnung, kam dann auf jeden Fall zu mir und haben mir die Hand gegeben, haben dann einfach sich gefreut, mich zu treffen und so. Und das ist einfach richtig heftig. Ich denke mal, auf der Straße wäre das schon ein bisschen normaler, aber im Fußballspiel, das müsst ihr euch mal vorstellen, da spielst du so gegen Abonnenten, das ist einfach richtig krass. Bei Rusak war das ja auch schon so, da kannst du ja auch ein bisschen was zu sagen. Also ich erzähle vielleicht vom ersten Mal so bei mir, ich war ja auf der Gamescom 2014, da wurde ich zum ersten Mal so wirklich angesprochen, Fotos gemacht und wirklich mein erstes Autogramm und so verteilt. Das war unglaublich krass, also das Gefühl ist, wenn man zum ersten Mal wirklich erkannt wird, ist richtig komisch, wie Flo schon gesagt hat. Man weiß nicht genau, was man machen soll. Man ist so irgendwie so nervös auf der einen Seite freut man sich auch, aber auf der anderen Seite denkt man so, irgendein Fremder, also was heißt fremder Mensch, irgendein Zuschauer, den du wirklich nur vielleicht mal durch Internet, vielleicht irgendwie in Kommentare oder sowas gesehen hast, wenn überhaupt, dich anspricht und ein Foto machen will oder dir einfach mal Hallo sagt und nach dir fragt. Das ist einfach unglaublich krass, oder wie du sagst beim Fußball, wirklich, wenn du weißt, dass die gegnerische Mannschaft dich kennt, dieses Gefühl, dass du dich ja, also anstrengen musst und die sozusagen die Abonnenten beeindrucken musst, auch noch im Fußball. Man versucht ja sozusagen gute Videos zu produzieren, um die Leute sozusagen ja zu beeindrucken mit den Videos, mit den Gameplays, mit den Commentaries. Und dann wirklich auch, wenn es mal im echten Leben dazu kommt, dass man die Leute versucht zu beeindrucken beim Fußballspielen, ist richtig krass, denke ich mal. Ich denke mal, bei dir ist das ja auch so gewesen. Und ja, auf jeden Fall ist es einfach nur unbeschreiblich und das ist so ungewohnt und ich weiß nicht, ich habe mich zum Beispiel persönlich noch selber gar nicht dran gewohnt und das ist für mich, ich realisiere das Ganze noch nicht. Ich weiß nicht, Flo, du auch wahrscheinlich nicht, oder? Nee, das dauert auch unnormal lange, bis man das realisiert hat, weil man macht am Anfang seine Videos so richtig just for fun, einfach ein bisschen was hochladen aus Fun, sag ich mal, und dann wird das immer mehr Abonnenten kommen dazu. Irgendwann machst du dann mal Facecam-Videos und dann so ab circa so 20.000 Abonnenten fängt das dann auch an, sag ich mal, dass man auch auf der Straße und generell mal erkannt wird. Vielleicht auch schon bei 10.000 Abonnenten, man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall schon ziemlich früh eigentlich. Und man kommt da einfach gar nicht drauf klar, weil man hat jetzt, zum Beispiel ich habe 40.000 Abonnenten, der Rosaka 20.000. Und das ist einfach richtig heftig, weil zum Beispiel Anton Marcel haben jetzt so über 200.000 und man denkt dann nicht, dass man mit der Abonnentenzahl, die man selber hat, auch wenn das richtig viel ist eigentlich, denkt man nicht, dass man schon oftmals erkannt wird.
Und das ist einfach ein richtig krasses Gefühl, weil, wie ihr wisst, wir machen einfach so just for fun unsere Videos hier in unserem Keller. Nein, Spaß. Also, wir machen einfach unsere Videos und das wird dann einfach richtig gefeiert und das ist einfach so ein heftiges Gefühl. Und genau. Ja, das Krasse bei mir auch, weil ich finde es aber auch, das ist das Mindeste, was man auch machen kann, wenn zum Beispiel dich jemand ansprechen würde, Flo, lass mal ein Foto machen. Ich denke, du würdest nicht nein sagen, oder? Nee, Mann. Und ich finde, sowas ist auch richtig krass. Man freut sich auch selber sozusagen, Abonnenten mal in echt zu treffen. Und ich finde, das ist das Mindeste, was man zurückgeben kann. Weil, wie gesagt, ihr seid die Krassesten. Ohne euch gäbe es kein Blacktime. Ohne euch gäbe es mich nicht. Wahrscheinlich kennen euch wahrscheinlich welche mich gar nicht. Aber ohne die Zuschauer wären wir nichts, einfach nichts. Und nur durch euch ist es alles möglich geworden. Und wenn man wirklich jemanden dann auf der Straße trifft, finde ich es einfach nur richtig geil, dann ein Foto mit ihm zu machen oder mal mit ihm zu quatschen, einfach ein bisschen zu reden. Und das ist das Mindeste auch, was man machen kann. Das Einzige, was wirklich dann einem ein bisschen Angst macht, ist, wenn die Leute dann einem anfangen zu schreiben, so, yo, Rusak, ich hab dich gesehen und so, ne? Wenn sie dich nicht ansprechen, nur so angucken und du guckst so zur Seite und du merkst schon, jemand guckt dich so an, ne, Flo? Und ja, dann denkst du so, okay, kennt er mich jetzt oder was ist da los? Aber sprich dich so nicht an, dann denkst du dir so, okay, vielleicht halt nicht. Und dann kriegst du so eine Nachricht, yo, Rusak, warst du heute da und da oder sowas, ne? Ich weiß nicht. Wie bei dir, du hast mir erzählt, auf Facebook-Nachrichten so wegen Spiel, wir haben gegeneinander gespielt und so, ne? Und das hast du gar nicht mitgekriegt, dass er dich kannte. Nee, also man hat schon so ein paar Anzeichen darauf, dass sie einen schon kennen, wenn die einen die ganze Zeit vor dem Spiel und vielleicht mitten im Spiel so richtig komisch angucken irgendwie, dann weiß man schon ungefähr, okay, das könnten vielleicht Abonnenten sein, aber wenn die dann direkt nach dem Spiel oder dann ein bisschen später dann halt dich anschreiben, ey, ich hab gegen dich gespielt, das ist einfach ein richtig cooles Gefühl so, man kommt aber gar nicht drauf klar irgendwie, das ist einfach richtig heftig. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie für euch das wäre, wenn euch fremde Menschen, naja, fremd, ihr guckt zwar unsere Videos, aber wir kennen euch zwar nicht. Und da könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, wie das für euch wäre, wenn euch einfach mal fremde Menschen auf der Straße oder irgendwo ansprechen würden, Foto machen wollen, vielleicht auch ein Autogramm oder so. Das ist einfach unnormal heftig. Schreibt das mal in die Kommentare, wie das für euch wäre. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde uns auf jeden Fall richtig freuen. Schaut beim Rusak vorbei, da werden wir auch demnächst noch ein cooles Video zusammen machen. Also schaut bei ihm auf jeden Fall vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ich würde mal sagen, ich bin auf jeden Fall raus, habt noch einen schönen Tag und haut rein und der Rusak bekommt das letzte Wort. Also ich würde sagen, der Rusak packt jetzt erstmal seine AK in den Rucksack wieder ein und macht ratatatatam. Ja, das nächste Mal wahrscheinlich mit Flo, bei mir sogar. Mit der AK-47 leider nicht, also aber mit der Katuschka vielleicht, 1,94. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, danke Flo, dass ich dabei sein durfte und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ciao.